Leben und Tod. Wirklichkeit und Surrealismus. Jedoch nicht alle. Und sie sind es, die stets der Welten Verderben sein werden. Mersul wird euch von den Göttern berichten. Und diese Götter sind jenes Ungleichgewicht in Nerim. Sie werden den Untergang herbeiführen. Ach ja, eins vergaß ich noch. Ebenso wie ihr euch nicht fragen solltet, wer ich bin, solltet ihr euch auch nicht fragen, weshalb ich euch dies berichtet habe. Das Vorstellungsvermögen von euch Sterblichen ist viel zu linear und simpel gestrickt, um dies zu verstehen. Schätzt euch glücklich, dass ihr das Trümmerfeld der Welten noch zu Lebzeiten erblicken konntet. Jetzt aber Schluss damit. Behaltet einfach meine Worte im Hinterkopf und ihr werdet euren Platz im Schicksal gewiss einnehmen. Ja, nette Worte, nette Frau. Ja, so viel kann ich sagen, die werden wir nochmal wiedersehen. Aber auf eine andere Weise, als sie sich selber vorgestellt hat. Ja, also das da soll Narazul Arantheal sein. Ja, Gründervater des Ordens. Und der hat auch irgendeinen wichtigen Gott getötet. Hier gibt's einen Baumstamm. Können wir mal hochgehen und ihn uns näher angucken. Könnten wir, wenn es jetzt funktionieren würde. Ja. Ja. Nee, doch nicht. Ja, okay. Also hier sieht man schon. Relativ große Collusion Box. Wobei, das ist gar keine Collusion Box. Mir fällt gerade der Begriff nicht ein. Ja. Etwas weiser kehren wir jetzt zurück. Zum Orden. Hier gibt's nichts zu holen. Ja, die Sonne. Ich glaube, in der Urversion war es um 6 Uhr noch nicht so hell. Oder das liegt an der Tag-Nacht-Rhythmus. Ja, das finde ich wirklich schön. Also, außer der Landschaft finde ich jetzt auch den Himmel schön an dem Spiel. Und die Story halt. Und gewisse story-relevante Charaktere. Sie aber nicht. Da seid ihr ja wieder. Konntet ihr den Schrein finden? Nein. Ja, ich weiß jetzt nicht, was das jetzt, also, was diese Entscheidung hier bewirkt. Letztes Mal habe ich von den seltsamen Erlebnissen berichtet. Dieses Mal behalte ich es für mich. Eure erste Aufgabe erfolgreich abgeschlossen. Geht zur Sternenwarte und wartet bis Mitternacht. Dann wird Mersul hierher kommen und euch in den Orden einführen. Sobald ihr dann ein richtiges Mitglied seid, kann ich euch mit eigenen Aufgaben betrauen. Kommt einfach zu mir, wenn Mersul mit euch fertig ist. Ja. Und wir haben den Quest, die Pilgerreise, beendet. Und wir kriegen einen neuen. Den Blick in die Sterne. Und wir kriegen 200 XP und wissen immer noch nicht, was Lotharios so gerne isst. Er kann uns aber... Stichwaffen? Sind das schwer? Ist das Schwertkampf? Okay. Bin etwas verwirrt. Ja, gut. Dann werde ich jetzt erstmal wieder versuchen, ob ich es noch kann. Jetzt habe ich gerade irgendwas aktiviert. Na, okay, keine gute Idee, aber... Ach, scheiße. Bisschen Training muss ja auch sein. So. Mal sehen, ob ich alle Falle wiederfinde. Wohin ist der geflogen? Da. Und gucken wir uns mal das Ergebnis an. Oh, das sieht doch ordentlich aus. Also wie gesagt, ich kann eigentlich besser Bogen schießen als Schwert kämpfen. Und das nicht nur im Spiel. Gut. Dann... Ach ja, wir sollen bis Mitternacht warten. Gut, wir haben hier jetzt extra bis 6 Uhr morgens gewartet schon, damit
der Tag möglichst lang ist, dann warten wir jetzt. Ja, ich will jetzt nicht genau rechnen. Ich hasse das. Deswegen, ja, ich glaube, ich habe gar nicht mal so schlecht geschätzt. Also bis 12 Uhr. Ja. Eigentlich habe ich jetzt nochmal warten gedrückt. Hat sich ein bisschen aufgehangen. Man hört aber noch den Ingame-Sound. Ich glaube, es müsste auch ein Autosave geben, weil ich gerastet habe. Also ich kann jetzt mal versuchen, ein paar Tasten zu drücken. Bringt scheinbar alles nichts. Ich weiß jetzt nicht, ob Fraps noch überhaupt noch aufnimmt. Ja. Deswegen werde ich jetzt erstmal den Fehler beheben. Also, wir sehen uns gleich wieder. Ja, schon wieder zurück. Also, Problem behoben. Nächster Versuch. 14 Stunden. Vielleicht war es auch mein Fehler, weil ich zu schnell wieder T gedrückt habe, aber ich glaube eigentlich müsste das verkraften. Also gab keine Rückmeldung, also war schon heftiger Fehler. Na gut, diesmal hat das sogar verkraftet. Noch 3 Stunden. Ja, man muss nicht genau Mitternacht treffen, nur so ungefähr. Und jetzt müsste Merzul sich in Bewegung setzen. Ich kann ihn jetzt mal entgegenreiten. Und der Kerl, von dem ich immer noch nicht weiß, was er gerne isst, trainiert den ganzen Tag durch. Ja, also Merzul hat eine Fackel, ich weiß jetzt nicht genau, ob er jetzt auch bei 12.41 Uhr noch kommt. Kann es jetzt mal hoffen. Oder wir machen es ganz anders. Wir warten jetzt 23 Stunden. Ja, ich weiß, viel Warterei, aber das Spiel will es ja so. Man kann nicht die Minuten einstellen. Ja, das wäre vielleicht noch ein schönes Feature, wenn jemand von dem Team zuguckt. Ja, wobei so wirklich notwendig ist das jetzt auch nicht. Also ich weiß gar nicht, wie häufig man wirklich die Zeit genau abstimmen muss. Man muss gar nicht mal. Also ist nicht so häufig. Ach gut. Also Merzul setzt sich schon mal in Bewegung. Ich weiß nicht, vielleicht könnte ich ihn jetzt schon ansprechen und das Gespräch hier erzwingen, aber nee, es passt auch in der Sternwarte besser, wobei Sternwarte, ich hab's ja schon gesagt. Ja, unseren Esel stellen wir mal vor der Sternwarte ab. Der darf ein bisschen Gras fressen oder Sträucher oder was auch immer. Er scheint glücklich zu sein. Ja, und das ist Merzul. Ich weiß gar nicht, ob noch einer außerdem den beiden da diese blaue Robe trägt. Aber so schwer ist es jetzt auch nicht zu unterscheiden. Ja, okay. Die Sternwarte, Merzul. Warum wurde ich jetzt gerade zurückgedrängt? Ja. Und wir unterhalten uns mit ihm. Ich glaube, das ist auch ein längeres Gespräch. Sehr gut, da seid ihr ja. Pünktlichkeit scheint zu euren Tugenden zu gehören. Ja. Die Reise zum Schrein habt ihr also unternommen. Gleich werdet ihr erfahren, was es mit dem Mann auf sich hat, für den er errichtet wurde. Nun denn, bevor wir beginnen, muss ich wissen, unter welchem Sternzeichen ihr geboren wurdet. Ja, ich glaube, das ist die letzte Entscheidung, die man, was so Klassenfertigkeiten und so angeht, treffen kann. Also 4 Sternzeichen, Paladin, bla bla bla, uralte Wesen, bla bla bla, Lebensenergie wiederherstellen, das Übliche halt, mit Hand auflegen. Ich glaube, das ist original aus Dungeons and Dragons. Ja, das, was haben wir hier noch, Krieger? Ja, Steinhaut, kurze Zeit also zurückprallen lassen, weiß nicht. Magier, ja, dieses, ich glaube, das war das mit dem, dass man Lebensenergie verliert und Mana regeneriert oder irgend so ein Scheiß. Also nicht scheiß, für Magier ist das sicher praktisch, aber für den Rest. Ja, und halt der Schurke. Mit den Geistgestalt und dem, ja, diesen beiden Auren oder wie es heißt. Ja, also mittlerweile bin ich mir ziemlich sicher, dass ich lieber einen Schurken mache. Also,
ganz ehrlich, ich kann keinen Krieger. Ich kann zwar teilweise mit so einem Zweihänder umgehen, aber also nicht wirklich im Spiel. Aber nee. Sorry.